Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile sechsten Veranstaltung Frauenleben in und nach der Krise der SPÖ-Bundesfrauen und des Rhein-Instituts. Wir diskutieren seit 6 Ausgaben die Frage, wie geht es den Frauen jetzt in der Krise, wie geht es ihnen danach? Und heute werden wir diskutieren über das Thema Frauen und Corona, Ungleichheit in Österreich und Europa. Die Veranstaltung ist heute die letzte vor der Sommerpause und wir freuen uns schon wirklich sehr auf die spannende Stunde, die vor uns liegt. Heute richten wir unseren Blick darauf, dass in der Corona-Krise die Ungleichheiten sehr, sehr, sehr schnell angewachsen sind. Das gilt für Österreich, aber das gilt natürlich auch für die meisten EU-Länder. Und es zeigt sich ganz besonders, dass diejenigen, die schon vor der Krise wenig Geld hatten, jetzt noch weniger zur Verfügung haben. Sind es einerseits Alleinerzieherinnen, sind es Menschen mit Migrationshintergrund, sind es arbeitslose Mindestsicherungsbezieher, also die vorher auch schon arbeitslos waren. Diese Gruppen sind wirklich noch mehr belastet worden während der Corona-Krise und das hat sich auch wirklich in den letzten Ausgaben dieser Diskussionsveranstaltung sehr deutlich gezeigt und heute werden wir dazu sehr intensiv in das Thema hineingehen und uns intensiven Befund zu abholen. Gerade diese Gruppen, die wir hier besprechen, sind diejenigen, die von den diversen Fonds oder Einmalzahlungen der Bundesregierung oftmals sehr ungenügend oder gar nicht versorgt werden. Gerade heute ist zum Beispiel eine Studie vom WIFO präsentiert worden, dass vor allem für geringfügig Beschäftigte, das sind in weiten Teilen Frauen, studierende junge Menschen, hier ganz große gravierende Probleme da sind. Dass diese Einmalzahlungen der Bundesregierung an die diversen Fonds oft nicht geholfen haben und die Menschen nicht gut versorgen, ist aber Befund, der sich wirklich durch die letzten Veranstaltungen gezogen hat, den man interdisziplinär sehr unterschiedlich zu den unterschiedlichsten Themenbereichen auch uns angeschaut haben. Und wir haben gesehen, dass wir Frauenleben in und nach der Krise weiterhin so gut diskutieren müssen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zu so einem wichtigen Thema wie der Frage der Ungleichheitsforschung kommen. Ich finde, jede dieser Veranstaltungen, die wir schon hatten und heute haben werden, war wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe jede sehr genossen und ich empfehle Ihnen, diese Veranstaltungen auch sich nachzuschauen, falls Sie nicht ohnehin die ganze Zeit dabei waren oder bei Einzelnen dabei waren. Und zwar können Sie das auf der Website frauenundcorona.at durchgeschrieben, frauenundcorona.at nachschauen und nachlesen. Mein Name ist Andrea Brunner, ich bin die Bundesfrauengeschäftsführerin der SPÖ und gemeinsam mit Barbara Hofmann und Angelika Striedinger vom Rhein-Institut für diese Reihe verantwortlich. Und ich will jetzt schon mal sagen, danke für diese tolle Kooperation, die wir da jetzt hatten. Und ich freue mich auf weitere Kooperationen, weil das ist wirklich so ein wichtiges Thema, an dem wir dranbleiben müssen. Ja, ich begrüße alle Zuseherinnen und Zuseher, die sich über Zoom eingeloggt haben und auch die, die über Facebook dabei sind. Sie können uns über die Facebook-Seiten der SPÖ-Frauen, des Karl-Renner-Instituts folgen. Wenn Sie dort sind, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie auch sogenannte Watchpartys einrichten würden, damit Ihre Freundinnen auch an unserem wichtigen Thema dranbleiben können. Watchpartys sind eine nette Geschichte, wo man einfach selber die einrichtet und Leute sehen, was man sich anschaut. Und es ist wirklich manchmal sehr befruchtend, wenn Leute, die das vorher nicht mitbekommen haben, dann ganz gerne mitschauen und mitdiskutieren. Ja, Kommentare und Fragen sind sowohl über Zoom als auch über Facebook möglich. Dazu sage ich aber gleich noch etwas. Davor will ich aber noch kurz die heutige Diskutantin vorstellen, beziehungsweise unsere Expertin. Warum sage ich Expertin und nicht Expertinnen oder Diskutantinnen? Weil Evelyn Regner, unsere EU-Abgeordnete und Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses im Europäischen Parlament, leider heute erkrankt ist. Und auf diesem Wege, liebe Evelyn, falls du zuschaust, alles, alles Gute, gute Besserung. Wir haben uns entschieden, die Veranstaltung trotzdem zu machen, weil wir so eine großartige Expertin heute haben, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollten. Und dementsprechend freue ich mich besonders, dass wir heute die Expertin Professorin Barbara Breinsack vorstellen dürfen. Sie ist Professorin für vergleichende Politikfeldanalyse und Leiterin des Instituts für Politikwissenschaften der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Technologie, Gesundheits- und Medizinpolitik sowie Solidarität. Und Solidarität ist ja das Thema, über das wir heute im Sinne von Gleichheit und Ungleichheit sehr groß diskutieren werden. Gemeinsam mit anderen WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern leitet sie das Austrian Corona Panel Project.
das in wiederholten Umfragen die Meinungen und Einschätzungen der österreichischen Bevölkerung erhebt. Außerdem leitet sie die Studie Covid-19. Wie wirkt es sich auf Sie aus? Die international und mit qualitativen Interviews arbeitet. Das Tolle an diesem Corona-Panel-Project ist, und das ist immer wieder auch in den letzten Diskussionen aufgekommen, dass so zeitgenau und so von Anfang an der Krise zu einem Thema wissenschaftlich gearbeitet worden ist. Und ich bin ja selber Politikwissenschaftlerin und ich kann mich selten erinnern, dass so in der Sekunde ein Thema zum Thema gemacht worden ist, wie das mit diesem Austrian Corona Panel gemacht worden ist. Und dementsprechend ist es besonders großartig und wir sind sehr stolz, dass heute Professorin Breinsack als Diskussionspartnerin und als Expertin zur Verfügung steht. Bevor ich aber ihr den Input quasi übergebe und Sie zum Input bitte, will ich Sie noch ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass das Video aufgezeichnet wird, auch weil wir es auf Facebook streamen und weil es natürlich die Möglichkeit geben soll, zum Nachschauen. Also Sie sollen ja morgen auch die Möglichkeit haben, sich das nochmal anzuschauen. Und ich will Ihnen ganz kurz auch noch sagen, wie Sie sich denn dann bei der Diskussion beteiligen können. Ich wiederhole das aber später auch gerne nochmal. Also einerseits wird es die Möglichkeit geben, über die Zoom-Funktion Chat uns Fragen zu stellen. Andererseits können Sie Facebook-Kommentare unter dem Video auf der SPÖ-Frauenseite oder auf der Karl-Renner-Institut-Seite oder auch auf der Seite von Gabi Heinisch-Hossig stellen. Die Barbara Hofmann wird dann die Frage zusammentragen, filtern und mir, Sie werden das Dokument nicht sehen, mir ein Dokument schicken, wo alle Fragen drinnen sind und ich werde dann versuchen, so viele Fragen als möglich mit der Frau Professorin Breinsack zu diskutieren beziehungsweise hier in den Raum zu werfen und mit Ihnen zu sprechen. Sollten es mehr Fragen sein, als wir beantworten können oder mehr Kommentare, weil die Zeit einfach nicht reicht. Wir haben genau eine Stunde Zeit, dann werden wir es danach schriftlich nachliefern, die Antworten beziehungsweise versuchen, danach noch mit Ihnen darüber zu diskutieren. Wir werden auf jeden Fall niemanden hier quasi gehen lassen, ohne dass wir quasi die Fragen, Anregungen oder so zumindest in der einen oder anderen Art beantwortet haben. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, wir starten los. Ich freue mich jetzt wirklich sehr auf den Input von Barbara Breinsack und würde sagen, liebe Barbara, it's your turn. Ich freue mich wirklich sehr auf deinen Input. Vielen Dank, Andrea und allen Kolleginnen und Freundinnen für die Einladung. Ich möchte gleich voraus, weil ich ja so viele Blumen bekommen habe, jetzt zum Teil unberechtigterweise, möchte ich sozusagen die Blumen weiterreichen an meine Kolleginnen und Kollegen, die das in erster Linie verdienen, das Austrian Corona Panel Projekt geht auf eine Idee von Bernhard Kittel zurück, das ist ein Kollege am Institut für Wirtschaftssoziologie und Silvia Kritzinger, eine Kollegin am Institut für Staatswissenschaft. Und Hajo Bomran, der am Institut für Kommunikationswissenschaft ist, und ich, wir haben jetzt das Privileg, es gemeinsam mit Ihnen ausgestalten und leiten zu dürfen und ganz und sehr, sehr, sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind da auch beteiligt, die jeweils, vielleicht kennen es einige von Ihnen auch, die Corona-Panel-Blogs, da stehen jeweils die Namen der Autorinnen drunter. Also ich möchte sozusagen jetzt mal sagen, dass das eine zum großen Teil solidarische gemeinsame Aufgabe war. Ich sage auch dann gleich nochmal was zu dem anderen Projekt, das ich mit meiner Kollegin Katharina Kieslich leite. Wir haben nämlich ein Quanti- und ein Quali-Projekt, die sich sehr gut ergänzen. Das ist auch, wie die Andrea als Politologin weiß, für die Politikwissenschaft positiv, dass es beides gibt, nebeneinander, in friedlicher, nicht nur Koexistenz, sondern in friedlicher, also in konstruktiven Zusammenarbeiten. Okay, aber jetzt kommen wir zur Sache. Ich möchte damit beginnen, dass eigentlich sehr häufig, gerade zu Beginn der Krise uns gesagt wurde, oder man hat gehört, Viren kennen keine Grenzen, stimmt natürlich, aber Viren diskriminieren nicht, das trifft uns alle. Das war damals schon, habe ich mir gedacht, nur ein Teil der Geschichte, weil natürlich wir uns ansehen müssen, wer in vielen Ländern, wer sozusagen den Coronavirus mitgebracht hat. Das waren durchaus oft privilegierte Menschen, Geschäftsreisende, Kreuzfahrttouristinnen und so weiter. Und
ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wer die Hauptkosten bisher gezahlt hat. Das sieht man jetzt in unterschiedlichen Konfigurationen eigentlich in allen Ländern der Welt. Die soziale Schere geht auseinander, weiter auseinander, die ökonomischen Ungleichheiten steigen und da ist Geschlecht in vielerlei Hinsicht eingeschrieben. Ich werde heute nur ein paar kurze Schlaglichter darauf werfen können, wie es eingeschrieben ist und Ihnen auch sozusagen ein paar Ergebnisse unserer Studien zeigen. Aber es ist in vielerlei Hinsicht eingeschrieben und es ist sozusagen, wenn man es ganz, wenn man es zugespitzt formuliert, denen, denen es vorher schlecht gegangen ist, geht es jetzt schlechter. Und jenen, die vorher schon die unsichtbare, unbezahlte Arbeit gemacht haben, machen das jetzt noch mehr. Und darunter sind ganz, ganz viele Frauen. Ich möchte jetzt einen großen Teil der Welt am Anfang würdigen und ihn dann gleichzeitig insofern ausklammern, als dass wir keine Daten darüber haben. Wir beginnen jetzt zu sehen, dass Covid-19, was bisher eine Krankheit des globalen Nordens war, primär, Entschuldigung, jetzt in viele Länder des globalen Südens, in manchen war es natürlich schon, aber in viele andere Länder des globalen Südens übergreift und dort nochmal extreme Auswirkungen gerade auch auf Frauen hat. Aber das spare ich nicht deshalb aus, weil es unwichtig ist, sondern weil ich sozusagen darüber jetzt keine Daten präsentieren kann. Es gibt aber viele Leute, die genau zu diesen Themen forschen und das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil viele der Dinge, die wir über die Pandemiebekämpfung hier aus Österreich lernen, können wir auch nicht anwenden in anderen Kontexten, weil der informelle Arbeitssektor, weil informelle Arbeit die Regel ist, weil die Wohnverhältnisse völlig andere sind und so weiter, weil das Abstand halten auch nicht möglich ist und so weiter. Einen Begriff, der sehr fürchterlich abstrakt klingt, der aber extrem wichtig ist, so wichtig, dass ich ihn derzeit in allen Dingen, überall, wo ich über dieses Thema spreche, bringe, ist dieser Begriff der Syndemie. Warum ist er wichtig und warum verwende ich so einen sperrigen Begriff? Pandemie reicht doch schon. Meine Kollegin Claire Bambra, das ist eine Politologin in Edinburgh in Schottland, die hat mit Kolleginnen diesen Artikel geschrieben vor wenigen Wochen, wo sie gezeigt haben, dass unterschiedliche Aspekte, also soziale Benachteiligung, ökonomische Benachteiligung, gesundheitliche Effekte nicht nur miteinander in Verbindung stehen, sondern, wie sie das ausdrücken, die interagieren und sind kumulativ. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es eigentlich ein Teufelskreis ist. Also jene, die bereits eine schlechtere Ausgangsposition haben, dadurch, dass sie zum Beispiel in systemerhaltenden Berufen arbeiten, sich nicht selbst schützen können. Man kennt natürlich die Fälle der Pflegearbeiterinnen auch aus Schweden, also das findet sich durchaus in hohen Einkommensländern, in privilegierten Ländern mit einem guten Sozialstaat, gibt es trotzdem die Pflegearbeiterinnen, die mit 0-Stunden-Verträgen von einem Altenheim zum nächsten gegangen sind, weil sie sich nicht leisten konnten, selbst bei Infektionsverdacht sich zu Hause zu isolieren, weil sie dann Verdienst entgangen, also kein Einkommen mehr gehabt hätten. Also alle diese Dinge schaukeln einander auf und setzen sich fort. Das heißt, jene, die mit einer schlechteren Ausgangsposition begonnen haben, sind dann nicht nur proportional benachteiligt, dass man sagen kann, manchen geht es gut, die kommen sozusagen gut durch die Krise durch und manchen geht es schlecht, die kommen schlechter durch, sondern die Kurve geht so. Den Guten geht es immer besser, natürlich auch zum Teil ökonomisch, wenn man sich ja jetzt, also manche Leute haben sich ja jetzt auch Geld erspart in der Krise. Und denen, die schlecht ging, geht es jetzt immer schlechter. Und das zeigt dieser Begriff der Syndemie. Und der Begriff der Syndemie sagt auch, wir müssen uns, es reicht nicht nur zu sagen, es ist alles verknüpft, sondern wir müssen uns genau ansehen, wie es verknüpft ist. Welche Dynamiken liegen dem, was wir hier sehen, zugrunde. Dem, was wir hier sehen, dazu komme ich jetzt als nächstes. Das ist jetzt die Evidenz aus Österreich. Auf der linken Seite sehen Sie das Corona-Panel-Projekt, das ich erwähnt habe. Das ist, nochmal möchte ich betonen, dass das
hauptsächlich auf die Idee von Bernhard Kittel und Silvia Kritzinger zurückgeht und gemeinsam mit Harjo Bumraden darf ich das jetzt mitleiten. Dieses Corona-Banner-Projekt, wie die Andrea das schon gesagt hat, hat den Vorteil, dass, und ich glaube, das ist wirklich einzigartig. Ich habe gerade gestern auch mit einer Journalistin aus Großbritannien gesprochen, die gesagt hat, why don't we have this? Also Österreich hat das, Österreich hat ja oft in der Forschung nicht so die führende Rolle, aber hier in dem Fall schon. Also, was ist besonders an dem Corona-Banner-Projekt? Seit Ende März haben wir jede Woche 1500, also eine repräsentative Stichprobe von Österreicherinnen und Österreichern befragt. Und das Panel-Design bedeutet, dass wir immer wieder dasselbe Pool von Menschen befragt haben. Das heißt, man kann wirklich Veränderungen sehen. Also jede Woche mit Fragen, die alle Lebensbereiche abdecken. Und wen es interessiert, Sie können das auf der Website des Corona-Panel-Projekts. Da haben wir auch in Echtzeit die Analysen, fast in Echtzeit, immer mit ein paar Tagen Verspätung. Und die Daten werden natürlich auch frei zur Verfügung gestellt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ist die erste Datenquelle. Die zweite Datenquelle ist diese 9-Länder-Studie, die diesen, auf den schönen Namen SOLPAN hört, Solidarity in Times of Pandemics, die ich gemeinsam mit meiner Kollegin, die auch Teil meiner Forschungsgruppe ist, Katharina Kieslich, leite. Und hier haben wir das große Glück, dass wir mit ganz, ganz vielen Freiwilligen, darunter, Überraschung, Überraschung, natürlich besonders viele Frauen, Interviews führen. Also hier gehen wir sozusagen nicht in die Breite, wir schauen uns nicht Verteilungen an in der Bevölkerung, sondern wir gehen wirklich in die Tiefe und schauen, warum tun Menschen etwas, welche Bedeutungen haben Dinge für sie. Wir können sozusagen das Warum und das Wie erfragen in den tiefen Interviews, die wir durchführen. Wir haben die erste Phase an Interviews im April durchgeführt, also in allen 9 Staaten, die da beteiligt sind, darunter auch das Vereinigte Königreich und Italien, also wirklich Staaten mit ganz unterschiedlichen Pandemiestrategien, mit unterschiedlichen Pandemieentwicklungen. Die erste Phase war im April, als es noch überall starke strenge Ausgangsbeschränkungen gab. Die zweite Phase wird im Oktober sein. Wir stecken jetzt dahin in der Datenanalyse. Also das, was ich Ihnen hier sagen werde, aus dieser Studie wird sich nur auf die Österreich-Daten beziehen. Ich habe punktuell auch Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Staaten, aber das ist noch nicht systematisch, weil wir noch in der Auswertung stehen. Das sind sozusagen diese beiden Datenquellen. Und was sehen wir? Das erste ist natürlich, dass die soziale und ökonomische Schere weiter aufgeht. Das hat es sich bereits im ersten Monat gezeigt. Also wir haben zum Beispiel gesehen, dass unter den Menschen, die maximal 9 Jahre Schulbildung haben, eine von 7 Personen den Job verloren hat. Die sind viel Menschen mit niedriger Bildung, sind formaler Bildung, muss man immer dazu sagen, sind auch stärker von Kurzarbeit betroffen und natürlich dann mit den entsprechenden Einkommenseinbußen. Ich sage das, weil ich glaube, diese Syndemieperspektive bedeutet, dass wir auch sozusagen die größeren Bewegungen sehen und dann sehen, wie Geschlecht und wie Frauen in diese Trends eingebettet sind. Zusätzlich, und da ärgert es mich immer wieder, wenn ich höre, dass Menschen sich für einen ungesunden Lebensstil entscheiden. Ja? Also wir sehen nicht nur in der Corona-Krise, aber auch gerade wieder in der Corona-Krise, dass Deprivation, also Benachteiligung ökonomischer und sozialer Natur, korrespondiert mit mehr Depression, mit mehr Angst, mit schlechterer Schlafqualität und so weiter und so weiter. Mit größerer Einsamkeit. Bei der größeren Einsamkeit sehen wir auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Dazu komme ich dann auch gleich. Wenn ich nichts dazu sage, sehen wir sozusagen keine signifikanten Unterschiede zwischen Frauen und Männern. In Österreich wird weniger Alkohol getrunken seit dem Beginn der Krise. Es wird mehr geraucht, weniger getrunken, außer bei den einsamen Menschen sehen wir, die rauchen und trinken mehr, was schon auch zeigt, also das lag offensichtlich nicht daran, dass die in Bars herumgehangen sind, ja, die Bars waren ja gar nicht offen, sondern es geht wirklich darum, dass Menschen auch einfach ihre, also seine Selbstmedikation auch um Angst und Sorge im Zaum zu halten. So, der Gender Gap, das überrascht jetzt wahrscheinlich auch leider niemanden, der wird noch größer. Viel größer. Und da möchte ich Ihnen jetzt am Ende meines Inputs noch ein paar Zahlen präsentieren,
ich werde versuchen, Sie jetzt nicht mit Zahlen zu überrollen. Wir können gerne in der Diskussion dann nochmal darüber eingehen, darauf näher eingehen. Unter den niedrig verdienenden Menschen in Österreich sind natürlich besonders viele Frauen. Und immer wieder, wir sehen sehr häufig, dass die Gruppe der alleinerziehenden Frauen der Ausreißer ist. Bei allen Dingen, wo es darum geht, dass es Menschen schwer haben, bei fast allen Dingen, sind die alleinerziehenden Menschen die Ausreißer, die es am schwersten haben. Und unter den Alleinerziehenden sind ungefähr 90% Frauen. Wir sehen auch, dass bei dem Homeschooling, also beim Unterrichten zu Hause, als die Schulen geschlossen waren, sehen wir, dass zwar beide Elternteile, wenn es zwei gibt, und auch die weiblichen und die männlichen Elternteile mehr Zeit investieren seit dem Beginn der Krise, natürlich, das ist ja klar. In 40% der Familien geben die Befragten an, dass Frauen mehr Zeit investieren als Männer. In 37% geben sie an, dass es ungefähr gleich viel sind, und in 24% wird angegeben, dass es mehr der Vater ist. Das Homeschooling interessanterweise läuft im Schnitt oder lief, das gibt es ja, also jetzt endet das ja auch langsam, lief bei 53% der Befragten relativ gut, aber das ist wieder halt ein Durchschnittswert, und bei dem Durchschnittswert muss man immer genau hinschauen. Bei denen das nicht der Fall ist, befinden sich wieder ganz besonders viele alleinerziehende Mütter. Bei der Kindererziehung, rund die Hälfte der Frauen, der Mütter und weniger als ein Drittel der Väter verbringen jetzt viel mehr Zeit mit Kindererziehung. Wenn ich jetzt sage, meine ich seit Beginn der Krise. Generell ist es in Österreich ja so, dass ungefähr 46% der Familien mit Kindern nach dem sogenannten Ernährermodell lebt. Das heißt, der Vater arbeitet Vollzeit, die Mutter arbeitet Teilzeit. Bei 28% ist nur der Mann außer Haus erwerbstätig. Wie gesagt, das sind jetzt nicht alle Menschen natürlich, sondern die Familien mit Kindern unter 15. In der Corona-Krise ist jetzt das Erwerbsausmaß der Mütter weiter gesunken. Und zwar mehr als das Erwerbsausmaß der Väter. Bei den Vätern ist es natürlich auch etwas zurückgegangen, aufgrund der Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, die ja alle betroffen hat, aber bei Frauen viel mehr. Frauen sind natürlich auch öfter in systemerhaltenden Berufen tätig. Frauen sind, und das ist jetzt nicht aus der Corona-Panel-Studie, sondern auch, das sagt uns auch die Statistik Austria, sind schon vor der Krise stärker armutsgefährdet gewesen. Auch ist es hier relativ komplex. Insbesondere trifft es die alleinlebenden Frauen und die Einelternhaushalte, die überwiegend weiblich sind. Also das sind überwiegend Mütter. Was wir jetzt wieder in unseren Daten gefunden haben, ist, dass am größten von der Einsamkeit alleinlebende jüngere Frauen betroffen sind. Wir haben natürlich das Alleinleben nicht als Zeichen von Einsamkeit gesehen. Also es gibt ja Menschen, die allein leben und nicht einsam sind, weil sie viele Sozialkontakte haben oder weil sie es auch so möchten oder gewöhnt sind. Aber besonders viel von Einsamkeit betroffen sind alleinlebende Frauen unter 35. Interessant ist auch, und damit komme ich jetzt schon fast ganz zum Schluss, dass die Lebenszufriedenheit in der Corona-Krise natürlich bei den meisten Menschen gesunken ist. Interessant ist, dass wir eine Umkehr sehen, und hier haben wir Daten von der European Social Survey 2018, wo meine Kolleginnen insbesondere ganz, ganz viele dieser Analysen hat Caroline Berghammer vom Institut für Soziologie ausgeführt. Die haben herausgefunden, dass 2018 mehr Frauen, also Frauen eher zufriedener waren mit ihrem Leben als Männer. Und dieses Verhältnis hat sich jetzt umgekehrt. Jetzt gibt es weniger Zufriedenheit unter den Frauen als unter den Männern. Wir können es aus den Daten alleine, aus den quantitativen Daten nicht zeigen, warum. Es ist plausibel zu vermuten, dass das mit der erhöhten Belastung auch während der Corona-Krise für Frauen zu tun hat. Interessanterweise sehen wir das in unseren qualitativen Daten nicht. Bei den qualitativen Daten, was wir hier in Österreich sehr stark sehen, ist, dass Frauen sehr häufig sich in der Krise, wenn sie Zeit haben, auch noch, oder auch wenn sie die Zeit eigentlich nicht haben, mit der Unterstützung anderer Menschen beschäftigen.
Ja, da sind wir in den qualitativen Daten. Also hier gibt es eine Diskrepanz zwischen den quantitativen und qualitativen Daten, die wir allein aus den Daten, die wir haben, nicht auflösen können. Unter den Corona-Skeptikerinnen, Skeptikern müsste ich jetzt sagen, sind mehr Männer. Die Gruppe, die am meisten oder am häufigsten sagt, das ist alles übertrieben, sind junge Männer. Und ja, und das Letzte ist vielleicht auch noch der Punkt, dass natürlich auch Familien mit zwei und mehr Kindern besonders häufig von Konflikt, von Beziehungs- und Familienkonflikten betroffen sind. Dass 33% der Alleinerziehenden Probleme mit der Kinderbetreuung hatten und so weiter. Und dass 1% der Befragten auch auf die Frage nach Gewalt nicht mit Nein geantwortet haben. Wir haben das sehr vorsichtig abgefragt, also ob das sozusagen passieren kann, dass bei einem Streit es einmal sozusagen auch physisch wird. Und da gibt es doch 1%, die nicht sagt, dass das niemals vorkommt. Das ist, das muss man mit Vorsicht genießen, diese Zahlen. Aber auch hier ist es natürlich ein Punkt der Gewalt gegen alle Menschen, aber insbesondere auch gegen Frauen und gegen Kinder, der Aufmerksamkeit zukommt und zukommen muss. Die Schlussfolgerungen sind: Wir sehen jetzt sehr viele Aufrufe, dass wir jetzt gute Daten brauchen und modellieren müssen. Aber das ist in gewisser Weise auch wieder eine bestimmte Form der Wissenschaft, die hier gefördert wird. Das Erfahrungswissen der Pflegearbeiterinnen, das Erfahrungswissen der Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, der Eltern wird, es gibt natürlich Ausnahmen, meine Kollegin Ulrike Zartler am Institut für Soziologie erfasst das, aber es wird kaum erfasst. Es geht sozusagen um dieses Data Crunching hauptsächlich. Aber wie dieser wunderbare Spruch sagt, you can't big data your way out of a no data situation. Es gibt manchmal keine Daten und dann wäre es fatal, jetzt nur das zu, also sozusagen die digitalen Geolokationsdaten zu erfassen und nicht zu schauen, wie es den Menschen eigentlich geht. Das Erfahrungswissen ist wichtig. Ganz wichtig, und die Andrea hat es schon angesprochen, diese Mentalität, dass man jetzt alles nur mit kurzfristigen Lösungen angeht, ist natürlich, ich nehme jetzt das Wort fatal in den Mund. Also wir sehen jetzt in der Corona-Krise, was Ungleichheit tut und wie sie als Brandbeschleuniger, ich nenne es jetzt auch mal so drastisch, als Brandbeschleuniger für viele, viele andere negative Dinge, von Krankheit über Depression, also Depression ist auch eine Krankheit, aber sozusagen physische, psychische Erkrankungen bis hin zur Sterblichkeit auswirkt. Und hier braucht es sozusagen gut durchdachte und langfristig angelegte Maßnahmen, die die Ursachen der Benachteiligung bekämpfen. Und da denke ich, und da gehe ich jetzt natürlich schon in den Bereich der meiner Wünsche von der Politik hinein, wir müssen uns auf etwas besinnen, was wir gerade in Wien ja schon gut können, nämlich die sogenannte Prädistribution, also das Verteilen von Gütern, bevor sie irgendwo akkumuliert werden. Das klingt jetzt auch wieder so hochtrabend, Prädistribution, aber in Wirklichkeit bedeutet Prädistribution das, was das Rote Wien gemacht hat schon. Also wir schauen, dass Menschen Zugang haben zu lebenswürdigen, guten Wohnen, leistbaren Wohnen, dass sie Transport haben, dass sie Bildung haben, dass sie sich diese Dinge nicht am Markt kaufen müssen. Also die Prädisposition ist sozusagen das, was man verteilt, bevor man etwas umverteilen muss. Das hat auch den Vorteil, das sage ich auch immer wieder, dass es hier relativ wenig Neid gibt, weil die Leute, die reden zwar von Sozialschmarotzern, ja, aber man spricht nicht davon, dass jetzt die auch günstig mit der ÖBB fahren kann oder mit den Wiener Linien, obwohl sie eigentlich mehr Geld hat oder obwohl sie eigentlich eine Migrantin ist oder sonst was, auch halt immer wieder ins Treffen geführt wird, das Argument, dass man manche Menschen ausschließen möchte. Also Prädistribution klingt hochtrabend, ist etwas, was wir in Wien und in Österreich eigentlich gut können, was leider zum Teil gerade im Wohnbereich in den letzten Jahren massiv abgebaut wurde und was wir einfach wieder stärken müssen. Das ist sozusagen jetzt das ist nicht besonders sexy, dieser Wunsch, es ist viel
klingt viel besser zu sagen, wir müssen jetzt in digitale Infrastrukturen investieren und das und das und das müssen wir auch. Aber wir müssen einfach uns wieder auf diese gerechte Vorverteilung von Gütern besinnen, glaube ich. Und das ist die beste Art, wie wir unsere Gesellschaft resilient machen können und wie wir auch dafür sorgen können, dass das Frauenleben nach Corona besser wird. Das ist, hoffentlich hat die Präsentation das auch gezeigt, dass das in alle anderen Deprivationsbereiche eingeschrieben ist, das Geschlecht. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ich gebe jetzt meine Folien wieder weg. Danke, liebe Barbara. Das war jetzt wirklich so ein reichhaltiger Input und ich will kurz, um das nochmal schnell zusammenzufassen, bevor wir in die Diskussion zu gehen, schon bei dem Anfangen, wo du geendet hast, nämlich wirklich bei dieser Verteilungsfrage, nämlich die Verteilungsfrage von was muss ein Sozialstaat leisten, damit vor allem den Frauen oder vor allem damit die Schere nicht aufgeht. Und ich glaube, das hast du jetzt in deinem Vortrag wirklich wunderbar gezeigt, dass dieses jetzt in diesem Brennglas, in dem wir uns befinden durch die Krise, dass da einfach mit dem Begriff der Syndemie, der für mich jetzt gerade ein neuer Begriff war, aber der das so schön zusammenfasst, dass denen, die es gut geht, es vielleicht besser geht und denen, die es schlecht geht, massive Schwierigkeiten, also die Ausgangssituationen einfach massiv schlechter werden und das muss man aufhalten. Und das ist, glaube ich, die große politische Frage, wie kann man das machen? Aus frauenpolitischer Sicht natürlich waren die Punkte, die du uns geliefert hast mit der Fragestellung, dass natürlich der Gender Gap größer wird, dass mehr Frauen ihren Arbeitsplatz aufgegeben haben oder die Stunden reduziert haben jetzt während der Krise und wir wissen, dass mehr als die Hälfte aller Frauen jetzt schon Teilzeit arbeiten. Wir wissen, wie Armut funktioniert, dass Frauen und Alleinerzieherinnen, du hast das schön hervorgehoben, dass Alleinerzieherinnen grundsätzlich schon zu den armutsgefährdetsten mit den größten Problemstellungen gehören und dass man das jetzt auch sehr stark sieht, auch in der Frage des Homeschoolings. Auch die Frage der Einsamkeit, also wenn du sagst, dass Frauen zwischen 30 und 40, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dass dort auch der Punkt ist, wo allein Lebende dass dort Alleinlebende sich auch einsam fühlen. Ich meine, das ist eine Gruppe von Frauen, die normal wahrscheinlich, also die sehr normal im Leben steht und Freundinnen schafft. Ich meine, das sind Leute, die jünger sind als ich, aber ich glaube, ich kann mich jetzt noch ein bisschen in diese Lebenswelt, wo du sehr viele Freundinnenschaften hast, sehr viel Beziehungspflege im persönlichen Kontext oder eben mit deinen Kindern genau diese Sachen dann abgehen, nämlich dieser Kontakt zur Umwelt. Und das war halt wirklich in der Corona-Phase mit dem Lockdown ganz massiv. Ich finde wirklich, ihr habt es mit dem Australian Corona Panel und auch mit einer qualitativen Studie oder mit eurer, ich betone das jetzt auch gerne nochmal, das ist natürlich nicht nur deine Studie, sondern von ganz vielen Wissenschaftlerinnen, das ist wirklich ein Schatz. Das ist wirklich eine im sozialwissenschaftlichen Bereich eine großartige Leistung, die ihr hier macht. Ich habe auch im Parlament immer wieder wahrgenommen, dass unsere Abgeordneten dann immer wieder auf die Blogs geschaut haben und gesagt haben, das ist so großartig, was so tut. Ich meine, das ist ein großes Lob an euch dafür. Ich würde jetzt sagen, mit dem tollen Input, den du uns jetzt geliefert hast, könnten wir jetzt mal in Diskussion gehen. Ich wiederhole noch mal kurz, wie Leute mitmachen können und mitdiskutieren können. Und dann schauen wir mal, was an Fragen kommt. Ja, wenn Sie mit uns diskutieren wollen, Sie haben jetzt die Möglichkeit dazu, einerseits, indem Sie uns Fragen in der Zoom-Funktion Chat stellen, einfach an die Teilnehmerinnen, Diskussionsteilnehmerinnen schicken. Wir sehen die Fragen dann und meine Kollegin, die Barbara Hofmann, sortiert die dann ein, beziehungsweise über die Facebook-Kommentare unter diesem Video, das Sie jetzt sehen. Ich bekomme die Fragen dann, versuche sie zu clustern und wir werden dann einfach in die Diskussion gehen. Ich sehe auch schon, dass wir die ersten Fragen hier haben in der Fragensammlung. Und da ist eine Frage, die wahrscheinlich für dich, Barbara, als Wissenschaftlerin
du uns wahrscheinlich sehr gut beantworten kannst, wobei du jetzt schon einen Bruchteil vorher gesagt hast, da sind wir Vorreiterinnen mit dem Corona-Panel, das gibt es in anderen Ländern nicht. Aber hier ist die Frage, gibt es Untersuchungen darüber, inwiefern in konservativ oder sozialdemokratisch regierten Ländern während Corona die Ungleichheit unterschiedlich verlief? Gibt es dazu was oder kann man da was beobachten dazu? Ich finde das eine total faszinierende Frage. Ich kenne dazu nichts. Zu der Frage, so kenne ich nichts. Ich weiß, dass Leute sich jetzt zum Beispiel ansehen, ob Staaten, die unitär sind oder föderal, also die sozusagen, wo Entscheidungen zentral getroffen werden oder nicht, dass es da unterschiedliche Zugänge gibt. Aber ich glaube, die Frage, die hier gestellt wurde, ist die interessantere. Wenn man nämlich davon ausgeht, dass konservative oder sozialdemokratische Regierungen auch eine andere Einstellung zu... Okay, ich formuliere es jetzt anders. Die kurze Antwort lautet nein, mir ist das nicht bekannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in Staaten, wo es länger schon eine linke, progressive Regierung gab, ja auch weniger Austerität gab. Und die Austerität ist etwas, die Austeritätspolitik, also die sich überall niederschlägt, die sich im Gesundheitsbereich niederschlägt, die sich im Einsparen von Bildungsoptionen niederschlägt, die sich auch im Kürzen von Sozialtransfers und Unterstützung für schwache Gruppen niederschlägt. Das sehen wir total. Also Staaten, die entweder wie die Vereinigten Staaten so ein Sozialsystem nie hatten oder auch wenig öffentliche Infrastrukturen hatten, oder Staaten wie das Vereinigte Königreich, wo es das zwar gab, aber wo das zurückgefahren wurde, da sehen wir, dass die wirklich schlechter durch die Krise kommen. Das sehen wir ganz eindeutig. Da ist wahrscheinlich die Frage, wie sie jetzt gerade regiert werden, vielleicht die falsche, sondern da müsste man wahrscheinlich auf die letzten 20 oder sogar 30 Jahre schauen. Was aber in dieser Frage noch drinnen steckt, ist, wie Regierungen entscheiden, ob das sozusagen sozialdemokratische Regierungen sind oder nicht. Aber da wäre es wahrscheinlich wissenschaftlich auch schwierig, wenn man sie jetzt klar zuordnen müsste, wie man Koalitionsregierungen zum Beispiel zuordnet. Also das ist, glaube ich, ein methodologisch schwieriges Problem. Ich sage nur noch eine Sache dazu. Wir sehen schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen Regierungen und Ländern, in denen schnell schnell reagiert wurde und in jenen, in denen langsam reagiert wurde. Also die schnell Ausgangsbeschränkungen und andere Beschränkungen hatten, tun sich leichter. Und es gibt auch jetzt schon Leute, die sagen, dass einfach Staaten oder Regierungen, die den Frauen vorstehen, dass die bessere und schnellere Entscheidungen getroffen haben. Und da würde ich sagen, dass Jacinda Ardern auf der einen Seite das eine Extrem ist und das andere Extrem der Boris Johnson. Braucht man nicht mehr viel dazu sagen, glaube ich. Ich glaube, das war wahrscheinlich eher auch ein bisschen das, auf das sehr viele abzielen, weil Jacinda Ardern für alle so ein, also für sehr viele Frauen, sage ich mal, in unserem Umfeld doch als sehr großes Vorbild auch gilt. Also im Sinne von auch die Art, also ich glaube, viele von den Maßnahmen, die getroffen wurden, waren gar nicht so anders als die in Österreich getroffen wurden, aber die Art, wie auf Augenhöhe mit der Bevölkerung kommuniziert wird. Ich glaube, das war dann teilweise, also das war der Unterschied zum Teil, oder zumindest ist das die Wahrnehmung, dass viele haben, einfach, also wie man auch Maßnahmen erklärt zum Teil. Mhm. Und ich glaube, das ist ein bisschen so eine Wahrnehmung, die zumindest in meinem Umfeld auch öfter so diskutiert wurde. Vielleicht ist es wegen dieser Person auch was Falsches. Ich glaube, das ist unsere Bubble, Andrea. Ja. Wenn wir jetzt auf die Daten schauen, die Österreicherinnen und Österreicher im Durchschnitt, finden die Maßnahmen der Regierung ganz toll und auch die Kommunikation. Ja. Hier allerdings, hier sind wir in den qualitativen Daten, Nuancen, die wir in den quantitativen Daten nicht sehen. Also wir sehen hier in den qualitativen Daten, das sagen die Leute schon, dass das Auseinanderdividieren negativ wahrgenommen wurde, dass ganz viele Leute in den qualitativen Daten haben erwähnt, dass die Generation über 65 pauschal als die Gruppe dargestellt wurde, für die wir uns jetzt opfern müssen, die wir unter 65 sind, dass das ein Fehler war. Also da kommt schon die Kritik
raus auch, oder es ist nuanciert, aber ich glaube, in den Befragungen, wenn man so binär angeben muss, sind sie jetzt zufrieden oder nicht, geben in Österreich ganz, ganz viele an, dass sie zufrieden sind. Und ich glaube auch, dass in Wirklichkeit die österreichische Bundesregierung vieles richtig gemacht hat. Das muss ich jetzt, da muss ich auch sagen. Also gerade, wenn man das war jetzt auch gar nicht, also ich glaube, das ist wirklich so diese, also war jetzt wirklich eine Wahrnehmung wahrscheinlich eher aus meiner Bubble, ja, aber ich glaube, ich nehme an, dass diese Frage auf sowas abgezielt hat, ist mein Eindruck. Weil du vorhin auch das Thema angesprochen hast, also in Wirklichkeit braucht man, wenn man über politische Maßnahmen spricht, braucht man auf jeden Fall Umverteilungsmaßnahmen in Housing, also gutes, günstiges Wohnen, braucht man Gesundheitssystem, das funktioniert. Jetzt war letzte Woche, und das ist jetzt so ein bisschen mein Blickwinkel drauf, wir hatten letzte Woche den Start einer Kampagne, also nicht wir als SPÖ-Frauen, sondern gab so Kampagnenstart so rund um den Tag des öffentlichen Dienstes, um zu sagen, es braucht wieder mehr Sozialstaat, es braucht mehr soziale Dienstleistungen. Und wir haben uns als SPÖ-Frauen versucht, auch ein bisschen einzuklinken mit der Kampagne Statt Applaus, die wir sowieso auch fahren, im Sinne von Sozialstaat statt Applaus. Und jetzt nehme ich wahr, dass Sozialstaat bis vor einiger Zeit als etwas total Altbackenes gegolten hat und plötzlich ist wieder en vogue. Also zumindest in der medialen Wahrnehmung finde ich das wieder auch ein Begriff, der plötzlich wieder positiv dasteht. Was glaubst du, wie kann man diesen Diskurs noch ein bisschen weiter treiben? Weil in Wirklichkeit brauchst du es ja für die Frauen. Ich glaube, dass die große Perspektive, also es ist schwierig, weil natürlich muss man die Kleinen, und mit Kleinen meine ich jetzt nicht, dass die Probleme klein sind, sondern die Probleme auf der Ebene der Menschen, der Familien, auf der Mikroebene, die muss man natürlich lösen und das muss schnell gehen. Aber ich glaube, es ist total wichtig, gleichzeitig für jene, die Zeit und die Möglichkeit haben, das zu tun, sich mit dem großen Blick zu beschäftigen und es nicht dabei zu belassen, auf der Mikroebene Probleme zu lösen, so wichtig das auch ist. Und hier brauchen wir natürlich einen Ausbau, man kann das jetzt Sozialstaat nennen. Man kann das aber auch öffentliche Infrastrukturen und öffentliche Dienstleistungen nennen. Und wir brauchen natürlich auch eine Vision für eine grüne, nachhaltige Gesellschaft, in die das eingebaut ist. Mhm. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Institutionenreform, die diese Dinge umsetzt. Und das ist schwierig, weil wenn man da einen kleinen Teil an einer Schraube dreht, dreht sich alles andere mit. Aber es ist jetzt, also wann, wenn nicht jetzt, sollen wir das angehen. Und ich finde es besonders interessant auch, dass gerade jetzt Ökonominnen wie Stephanie Kelton und andere, die Modern Monetary Theory vertreten, also die sozusagen sagen, so, also der Staat ist keine Handtasche, ja, der Staat ist nicht ein normaler Haushalt, sondern Staatsausgaben haben eine ganz, ganz andere Rolle, als es in der klassischen monetären Theorie bisher beschrieben wurde. Das verändert natürlich auch den Möglichkeitshorizont. Also das ist jetzt sicher noch nicht aller Tage Abend. Diese Debatte ist jetzt gerade sehr, sehr lebhaft und ich würde vor allem auch allen, die sich, auch wenn man sich gar nicht dafür interessiert, das Buch ist ja einfach geschrieben, dieses Buch von Stephanie Kelton zu lesen, das räumt schon auch mit einigen der Dinge auf, die wir bisher für wahr empfunden haben. Und das öffnet, wie gesagt, neue Möglichkeitshorizonte, die wir vielleicht vorher nicht gesehen haben. Ich habe es mir schon notiert, quasi, dass das zum Lesen ist auf jeden Fall. Ich habe jetzt eine Frage bekommen auf Facebook von Alexandra Schmidt, die schreibt, mich interessiert die Maßnahmenebene. Was brauchen wir für eine Verbesserung der Situation der Frauen in Österreich und in Europa? Ja, ich würde gern hören, was andere darüber denken. Weil meine Antwort ist jetzt, glaube ich, nicht so interessant, die wahrscheinlich nicht darüber hinausgehen würde, was ich vorher schon betont habe. Ich glaube, dass eben die Prädistribution, also die Vorverteilung, gerade auch für Frauen wichtig ist. Insbesondere für Frauen wichtig ist. Dass der Zugang zu Wohnen, der Zugang zu Information, zu Bildung,
zu guten Gesundheitsleistungen, diese Dinge, die man sich dann eben nicht am freien Markt kaufen muss, dass das besonders Frauen nutzt, weil Frauen in unserem Land besonders armutsgefährdend sind. Das heißt, alles, was wir, alle Bedürfnisse von Menschen, die wir nicht über den freien Markt befriedigen müssen, nutzen überproportional Frauen. Natürlich muss es dann spezifische frauenpolitische Instrumente geben, die ihr berufener seid, als ich, das in Österreich beschreiben zu können, weil ich auch noch gar nicht so lange wieder in Österreich bin. Aber ich glaube, dass es auch hier darum geht, sozusagen das große Bild zu sehen und gleichzeitig, also schon auch an den kleineren Stellschrauben zu drehen, weil sie im Leben von Menschen einen großen Unterschied machen können, aber gleichzeitig das große Bild zu sehen, weil von einer guten Organisation unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft profitieren Frauen derzeit überproportional, weil sie eben stärker benachteiligt sind. Da bin ich total bei dir. Also in Wirklichkeit sind die zentralen Fragen, also zumindest für uns als sozialdemokratische Frauen, natürlich immer die Verteilungsfragen. Sei es die Verteilungsfrage im die Arbeit an und für sich, die Einkommensverteilungsfrage. Ich meine, wir haben immer noch einen unfassbaren Gender Gap. Die Frage auch, wie Arbeitszeit verteilt ist, weil wir das jetzt auch gerade diskutieren. Und das hat sich jetzt in Wirklichkeit auch durch diese ganzen Studien, die jetzt so rund um Corona rausgekommen sind, also wo man sieht, eben Frauen arbeiten wieder weniger, müssen aufgrund von Homeoffice wieder weniger arbeiten und so. Und das ist einfach eine der ganz zentralen Fragen, natürlich die Frage der Arbeitszeitverteilung zwischen Männern, also insgesamt der Arbeitszeitverteilung, wenn wir über Arbeitszeitverkürzung diskutieren, aber das ist natürlich eine zentrale Frage auch für die Frauen. Ja. Aber es ist nicht nur eine, frauenpolitische Frage, aber grundsätzlich ist es auch, ob wir Zugang haben zu Bildungseinrichtungen, Kindergärten, wie sind die Öffnungszeiten? Das ist alles grundsätzlich eine Frage, die natürlich vor allem Familienpolitik ist, aber sehr große Entscheidungen drauf hat, wie Frauen selbstständig und eigenständig leben können. Und natürlich auch die Fragestellung, wenn ich am Land lebe oder im ländlichen Raum, habe ich Zugang zum öffentlichen Verkehr? Das ist zum Beispiel, und desto schlechter der öffentliche Verkehr ausgebaut ist, desto schwieriger ist es, im Arbeitsleben zu partizipieren und. Und das sind halt klassische Fragestellungen, die gerade jetzt mit dem Zugang und mit dem Ausschluss auch ein bisschen zusammengegangen sind. Also dementsprechend ist diese Prädestination, ich habe immer so Probleme mit manchen Wörtern, Prädestinationsfrage natürlich eine ganz zentrale Frage, die du da hast. Ja, und dann gleichzeitig gibt es natürlich auch Dinge, die wir jetzt tun können. Also wir haben ja alle möglichen, auch im Universitätsbetrieb, Möglichkeiten, im kleinen Rahmen das Leben der Menschen etwas leichter zu machen, im Kleinen. Und das ist etwas, was ich eigentlich in England gelernt habe. Dass wenn man generell so fragt, wer braucht was, melden sich häufig Männer. Und nicht, weil sie jetzt böse sind, sondern einfach, weil das natürlich eine Sozialisationsfrage ist. Und wenn man hier sozusagen den Extraschritt macht, dass man alle Frauen aber dann auch noch fragt. Also man denkt sich nicht, dass das eine Bringschuld ist, zu sagen, wenn man was braucht, sondern man macht es zu einer hohen Schuld. Das habe ich in England gelernt, weil es an meiner Fakultät dort so war, dass jedes Mal, wenn eine Position ausgeschrieben wurde, die intern besetzt wurde, hat man zuerst mal gewartet, wer sich beworben hat. Und dann ist die Dekanin zu allen Frauen, die Formalkriterien erfüllt haben, hingegangen und hat gesagt, warum hast du dich nicht beworben? Und das hat einen wahnsinnigen Unterschied gemacht. Also es gibt schon auch Dinge, die wir in unserem kleinen Leben, und damit meine ich jetzt eben nicht auf der politischen Ebene und nicht auf der Ebene der großen Verteilungsfragen tun können, die Frauen nutzen. Ja. Definitiv. Und das ist ja genau das, was du vorhin auch gesagt hast, mit dieser, also eben, das greift ja alles wie Zahnräder ineinander und das eine und das andere gehört zusammen auf jeden Fall. Weil wir Europa, weil ja eben die Evelyn Regner heute nicht da ist, noch ein Stichwort, will ich das hier, also weil sie krank ist, eben für alle, die später eingestiegen sind, was ich als Stichwort noch mitgeben wollte, in Europa zum Beispiel, als Vorsitzende des Gleichbehandlungsausschusses des Europäischen Parlaments, hat jetzt gerade auch so eine Initiative gestartet, gemeinsam mit der Kommissarin für Frauengleichstellung,
in Richtung, dass die Hälfte der Corona-Hilfen auf jeden Fall Frauen zugutekommen müssen. Also dass man, das ist einfach als Gender Budgeting nennt sich dieses Instrument quasi, dass man das auch wirklich klar auch sichtbar macht, weil da ist schon eine Gefahr und das sieht man jetzt auch in allen Debatten, die wir hier in Österreich haben, dass natürlich auch solche, auch die Maßnahmen, die finanziellen Maßnahmen gegendert werden. Also im Sinne von gegendert, dass die eher dann dem Male Breadwinner zur Verfügung stehen. Und das sind halt natürlich große Fragen. Und dann ist natürlich immer wichtig zu sagen, soziale Dienstleistungen. Also wenn wir dorthin das Geld investieren, wenn wir das Geld investieren in gute Einrichtungen, das hilft natürlich immer den Frauen. Und das da wären wir wieder quasi bei deinen Wünschen an die Politik, die du am Anfang auch formuliert hast. Genau, ich hätte jetzt noch eine Frage, auch wieder hier auf Facebook. Welches wäre ein effektiveres Mittel gewesen, Ungleichheit während Corona nicht noch mehr anwachsen zu lassen? Auch eine gute Frage. Also man könnte es sich leicht machen und sagen, es ist in Österreich weniger angewachsen als anderswo, weil wir eben in Österreich auch Mieterschutz haben, weil wir in Österreich Errungenschaften der Sozialpartnerschaft wie Kurzarbeit haben. Aber wie hätte man das verhindern können? Also vermutlich war die Idee oder vermutlich war die Schließung der Kindergärten und Schulen rückblickend nicht ideal. Ja. Allerdings bin ich immer vorsichtig, es ist leicht, im Nachhinein gescheitert zu sein. Interessant ist vielleicht nur, dass in Schweden, weil ja oft so landläufig gesagt wird, die Schweden haben keinen Lockdown gehabt in der Wirtschaft. Mhm. Also so war es angeblich nicht. Also angeblich war das Argument in Schweden genau das, dass man sozusagen die Frauen und auch die Kinder schützt, weil die benachteiligten Kinder, wenn die dann 6, 7, 8 Wochen nicht in die Schule gehen, noch weiter zurückfallen, weil die Frauen, man weiß, dass die Frauen dann zu Hause bleiben, wenn sozusagen keine Kinderbetreuung außer Haus gibt oder möglich ist. Also das war wahrscheinlich rückblickend und dann vorausschauend fürs nächste Mal war das wichtig und gleichzeitig denke ich, dass es absolut wichtig ist und dass es wirklich schade ist, dass die Evelyn krank ist. Überhaupt, dass sie krank ist, natürlich schade, aber auch, dass sie heute nicht dabei sein kann, weil das Gender Budgeting hier und das Sicherstellen und Evaluieren, dass die temporären Maßnahmen Frauen zugutekommen, ein total wichtiges Instrument ist. Also einfach nur zu sagen, wir schaufeln das mal raus, ist zu wenig. Wir müssen auch schauen, wem es zugutekommt. Ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht fällt sonst noch jemandem eine konkrete Maßnahme ein, die gesetzt werden hätte sollen. Ich glaube, eine der zentralsten Sachen, die du auf jeden Fall genannt hast und die glaube ich, ja auch bei euren Daten sehr stark herausgekommen sind. Und wir haben jetzt SPÖ-Frauen einfach, also im April auch mal eine Umfrage auch gehabt unter 1000 Frauen. Und eben so diese, da ist halt wirklich ganz stark dieses Thema, diese Überforderung zum Teil eben aufgrund von den Schulschließungen und den Kindergartenschließungen. Und in Wirklichkeit, dem Problem stehen wir jetzt wieder gegenüber. Jetzt kommt der Sommer. Die Leute haben zum Teil all ihren Urlaub schon aufgebraucht, weil Sonderurlaub gab es keinen Rechtsanspruch. Also das wären notwendige Maßnahmen gewesen, diese Sonderbetreuungszeit als Rechtsanspruch zum Beispiel zu vermitteln, dass die Leute vielleicht auch noch einen Sonderurlaub bekommen, vor allem wenn du Alleinerzieherin bist, dass auch diese Hilfen rechtzeitig ausgezahlt werden. Ich meine, eine der großen Geschichten ist, es wurden jetzt ganz viele Fonds aufgesetzt, eben teilweise wirklich immer als Fonds, die teilweise sehr willkürlich waren und dann kommt es aber bei den Leuten nicht an. Und es war jetzt vor kurzem, gab es eine Aussendung des, ich glaube, des Gesundheitsministeriums und des Arbeits- und Familienministeriums, dass man mit 15. Juli endlich diesen Fonds auszahlen beginnt, der für finanzschwache Familien, die arbeitslos sind, aber die haben im April ihre Anträge gestellt und mit 15. Juli beginnt die Auszahlung. Das heißt, es gab wirklich Zeiten, wo Leute dermaßen nicht wussten, wie sie sich das Leben, die Miete, das Essen leisten können, ne? Dass man hier auf jeden Fall Vorkehrungen treffen muss. Und ich glaube eben, du hast ein richtiges Stichwort, du hast gesagt, wir haben ein gutes Instrument der Sozialpartnerinnenschaft.
Und das, glaube ich, wenn man das noch gut gendert, ist das auf jeden Fall sehr hilfreich für die Frauen, sage ich mal. Also mehr Frauen, die da einen Blick mit drauf haben. Und ich finde es wirklich ganz wichtig, also das ist wirklich so meine persönliche Überzeugung, diese Arbeitszeitdebatte, die jetzt auch über die Kurzarbeit ja angestoßen worden ist. Was kommt nach der Kurzarbeit? Ist immer schon ein Thema gewesen. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal eine zentrale Frage, weil einfach die Arbeit an und für sich, glaube ich, auch neu verteilt werden muss. Nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch die Anzahl der Arbeitsplätze muss einfach geändert werden, weil wir haben einfach eine riesige Arbeitslosen, also wirklich ein riesiges Drama mit der Anzahl an Arbeitslosen, Leuten, die Kurzarbeit sind, die vielleicht nicht wissen, ob es im Herbst, wie es im Herbst weitergeht. Ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Sorge, die mich gerade ein bisschen berührt und bewegt. Ja, wir sind jetzt schon eigentlich 5 Minuten vor 7, das heißt, wir sind schon so Richtung Ende unterwegs. Liebe Barbara, was ist so dein Sukkus? Wären so deine Wünsche? Was brauchst du, damit den Frauen und auch den Männern in dem Land und in Europa besser geht, damit die Ungleichheit nach der Krise nicht steigt, sondern sinkt? Aus politikwissenschaftlicher Sicht. Aus politikwissenschaftlicher Sicht. Oder auch aus deiner Frage, auch als losgelöst. Naja, also man kann schon über Politikinstrumente sprechen. Da glaube ich, dass, wie du es vorher genannt hast, ein starker Sozialstaat, das kann man auch empirisch begründen, wünschenswert wäre. Was ich mir sonst wünsche, ist, wie gesagt, dass man natürlich Menschen sofort hilft, dass man sich auch schaut, anschaut, wo die Hilfe hingeht, aber dass man die großen Fragen und die großen Probleme jetzt auch angeht, weil es jetzt eine einmalige Chance ist. Und wenn wir das nicht jetzt tun, dann wird es bei der nächsten Krise noch schlimmer aussehen, als es jetzt hier aussieht. Wir haben einige Dinge gehabt, die Menschen abgefedert haben, Männer abgefedert haben, Frauen abgefedert haben. Wir müssen uns genauer anschauen, wie wir insbesondere auch Frauen und Kinder, die besonders stark gelitten haben, wie man sozusagen die Umstände dafür schafft und die Bedingungen dafür schafft, dass es dazu gar nicht mehr kommt beim nächsten Mal. Und da braucht es einfach vorausschauende, langfristige Investitionen. Und damit meine ich jetzt nicht nur finanzielle, sondern auch, dass man sich bestimmte neue Ordnungen unseres Wirtschaftssystems überlegt. Das ist quasi ein schönes Abschlusswort. Wir kommen jetzt eigentlich zum Ende der Veranstaltung, auch zum Ende der Veranstaltungsreihe vor diesem Sommer. Ich danke Ihnen allen fürs Interesse, fürs Dabeisein bei diesen Veranstaltungen und vor allem bei der heutigen Veranstaltung. Dir, liebe Barbara, gilt mein virtueller Applaus. Danke, dass du, also ich klatsche auch hier in echt und auch so. Danke, dass du uns heute Einblick gegeben hast in diesen Schatz, den ihr da erarbeitet für uns alle, wo man die richtigen Ableitungen treffen muss. Es ist wirklich, war wirklich eine sehr, sehr spannende, sehr kurzwellige Stunde. Also ich habe jetzt, war jetzt kurz überrascht, dass ich auf die Uhr geschaut habe und gesehen habe, es ist schon 18.55 Uhr und jetzt schon 57. Vielen, vielen Dank. Der lieben Evelyn Regner, die ja heute erkrankt ist, senden wir von hier aus auch die besten Genesungswünsche. Wir werden auch im Herbst sicher eine Veranstaltung mit ihr nochmal machen, in einer oder anderen Art, um zu diskutieren, was die EU-Ebene da weitermacht. Ja, es war die letzte Veranstaltung unserer Reihe vor der Sommerpause. Ich bin wirklich sehr stolz darauf, dass wir das 2-wöchentlich geschafft haben, seit Anfang Mai, dass wir so spannende, inhaltsschwere und lehrreiche Veranstaltungen mit Wissenschaftlerinnen, wirklich großartigen Wissenschaftlerinnen wie der Barbara Breinsack und mit Politikerinnen gehabt haben. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das mit dem Renn-Institut organisieren konnten. Es waren ganz viele Blickwinkel. Wir hatten die Frage, wie geht es den Frauen im globalen Süden, genauso wie die Frage des Dienstleistungsproletariats. Heute haben wir sehr stark über das Thema Ungleichheit diskutiert und ich finde wirklich, ja, es ist, also ich habe diese Veranstaltungsreise genossen.
Ich denke, das Weiterdenken darüber, was es braucht, damit die Frauen nicht die Verliererinnen der Krise werden, ist besonders wichtig, darf nicht aufhören. Und ja, wir müssen gute politische Ableitungen treffen, die in weiten Teilen auf der Hand liegen. Wir haben manche davon jetzt heute auch andiskutiert, nämlich die Frage, wie sorgt man dafür, dass Leute günstig wohnen können, gut wohnen können, der öffentliche Verkehr, soziale Dienstleistungen, dass alles da ist, das wird den Frauen helfen. Und ja, wir werden gemeinsam Druck machen müssen, dass wir diese politischen Ableitungen nicht nur treffen, sondern auch umsetzen können. Ich hoffe, dass Sie alle bei diesem Druckmachen dabei sind. Ja, bis dahin schauen Sie vorbei auf unsere Website www.frauenundcorona.at. Ich wiederhole das nochmal, frauenundcorona.at durchgeschrieben. Also das .at natürlich nicht, aber der Rest durchgeschrieben. Und schauen Sie dort vorbei, informieren Sie sich über aktuelle Diskussionen zu diesem Thema. Sie können die heutige Veranstaltung dort nachschauen, Sie können die anderen Veranstaltungen dort nachschauen. Und wir haben einen ganz, ganz, ganz breiten Artikelpool auf der Seite, wo wir natürlich auch ganz oft auf Artikel vom Corona-Panel verweisen. Aber es gibt auch viele wissenschaftliche Artikel aus anderen Bereichen. Es gibt Kommentare von Journalistinnen. Es ist wirklich sehr, sehr breit. Schauen Sie dort vorbei, informieren Sie sich, sind Sie dabei. Ich danke Ihnen fürs Dabeisein und wünsche Ihnen vor allem einen wunderschönen Abend und eine ganz großartige Sommerpause. Genießen Sie den Sommer. Wir sehen uns im Herbst wieder. Auf Wiedersehen.